So, dann sagen wir mal Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Wow. Ich bin der Tuvarok und dabei ist die Tana, die Aloexis. Hallo. Wo sind die überhaupt? Und der Kuga ist auch mit dabei. Juhu. Und wir haben gerade einen Airdrop gehabt. Wer läuft zum Airdrop? Ich lauf schon. Ach so, alles klar. Der läuft schon. So, wir haben vor, unsere Vorträge. Was jetzt denn? Wir haben vorher erstmal mitten in die Aufnahme zu. Aha, Bär! Dicker Bär! Bär, wo? Richtung Airdrops. Auf der Straße. Aber ist nur ein Brauner, kein Zombie. Also, du schaffst ihn doch alleine, oder? Ich versuch's mal, ansonsten werde ich nach Hause gehen. Ja, automatisch, ne? Per Spawn, so wupp. Nein, also oh, wir haben der ja war eine, leicht. Wir haben ja eine super Festung da hinten, ne? Die kann man so in der Ferne sehen. Aber wir wollen nicht, dass wir das mit. Willst du jetzt alles abreißen? Ja, wir machen ja alles weg. Den guten Wasserturm? Ja, ja, komm, weg damit. Wir haben noch mehr Wassertürme. Die schmeißt das gute Wasser weg. Nein, dann wollen wir nämlich hier auf der Ecke, direkt hier auf der Kreuzung, wollen wir unsere Hordenfestung bauen, sozusagen. Ja, und da müssen wir ein bisschen freiräumen für. Die wir nur für die. Oh, das ist ein Hirsch. Ich hole mir den Hirsch schnell. Ja, geh du mal Hirsch. Weißt du, da wollen wir ein bisschen frei. Oh, das ist ein Hirsch. Ja, da ist aber ein Hirsch. Ich weiß, ich habe ihn gesehen. Ja, auf dem Weg zum Bären ist mir auch noch ein Schweinchen über den Weg gelaufen. Alter, ich treffe das Viech nicht. Ist nicht wahr. Bleib doch mal stehen. Also dich da dran stehen kann er ja gar nicht. Blödes Drecksviech. Also, bleib jetzt mal stehen. Blödes Drecksvieh. So. Das mal eine Anmod. Super, jetzt habe ich kein Messer mit. Ich drehe durch. Habe ich ein Messer dabei? Jo. Hast du ein Messer mit? Ja. Na hier, pfehle ich das Viech. Aber wenn wir jetzt bei dir in den Rucksack gucken, finden wir bestimmt einen Pinsel. Nee, ja. Den habe ich rausgepackt. Guck hier, guck da, kein Pinsel, nix. Oh. Wo ist der Mann mit dem Hirsch? Nee, hier ist kein Pinsel drin. Da hinten. Ich bin hier. Ja. Ich hab so das Gefühl, er hat gerade auf Scrap gedrückt. Ganz schnell. Nee, habe ich nicht. So. Da kommt übrigens von rechts eine Uschi. Die ist für dich, Zova. Die kannst du behalten. Von rechts? Von rechts. Von rechts. Nicht vorne rechts, von rechts. Wo, ach da. Oh, jetzt läuft sie wieder weg. Oh, warte mal. Die will nicht mit uns spielen. Oh, komm mal her. Ups, Mensch, da fehlt voll der Arm ab. Der war schon gammelig. Oh, Mist. Hupsi. Ich hab dir die Schmerzen genommen von dem fehlenden Arm. Siehst du, wir sind ja human. Du bist sehr sozial. Ja, 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 wir, ne? Sehr schön. So. Ein sozialer Mensch bist du. So, wir zerstören den ganzen Laden hier mal. Den anderen Wasserturm auch hier, den werden wir auch mal kurz. Ja, also ich würde die, genau, weil die Ränder muss sie wegmachen, sonst bleiben die immer irgendwo hängen. Ja, ja, nehmen wir das komplett weg. Was ist denn hier los? Ich habe noch einen Hirsch. Wie viele Viecher wir heute schon gelegt haben, das haben wir in den letzten 3 Wochen nicht gemacht. Ja, ist doch super. Alles mitnehmen, was geht. Ja. Also, ich meine, an Hunger sterben werden wir nicht. Nee. Und vergiften oder wie auch immer werden wir auch nicht, weil wir haben genug Antibiotika. Medizintechnisch sind wir sowas von versorgt. Ja. Ah, hinter mir laufen Zombies. Aufpassen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Airdrops genau auf dem Hotel gelandet ist. Oh, dann hast du tatsächlich. Ja, dann hast du jetzt Spaß, wa? Und noch ein Hirsch, ey, ich glaub's nicht. Ja, alles mitnehmen. Ja. Ich kann mich noch dran erinnern, wie wir 2 Folgen durch die Gegend gerannt sind und nicht ein einziges Tier gesehen haben. Ach, guck mal, so war das. Sieht doch geil aus, oder? Ich hab's gesehen. Oh, was ist das denn? Oh. Ich habe eine Skulptur geformt. Ja, die Wasserskulptur. Ja. Du solltest da nicht drunter herlaufen. Nicht? Nein. Warum nicht? Ich hab den Boden noch nicht ganz weg und das Ding ist schon. Okay, na gut, ich will mal sehen, was passiert hier. Mach vorher Bescheid, damit ich sehen gucken kann. Ja, genau, ich wollte es mich auch sehen. Weil bei dir ging das so schnell, das habe ich nicht so schnell mitgekriegt. Oh komm, hör auf jetzt zu stöhnen hier. Dein Charakter stöhnt dich an. Alter, nee, der ist schon kaputt. Wollen so ein bisschen arbeiten hier. Da hinten sind aber auch 2 Zombies, ne? Nicht, dass die Zombies jetzt. Oh, Big Willy ist da hinten links. Oh.
Ja. Da fehlt schon das erste. Oh, ist ja langweilig. Bei mir ist das halbe Ding zusammengefallen. Der Moppel läuft da hinten. Oh, hier läuft. Hier ist Wasser. Hier fällt irgendwo Wasser raus. Oh, ich habe eine Wasserader gefunden. Juhu! Ja, bei mir kommt fällt das Wasser vom Himmel hier. So, jetzt bricht die Hütte zusammen. Das nennt sich Regen. Ach so, ja. Irgendwas war da doch. Ah, echt? Ja, irgendwas war da doch. Jetzt muss man auf. Oder je nach Jahreszeit auch Schnee. Hast hier du eigentlich Metall zum Reparieren? Der Spitzhacke mit? Nee, ne? Mhm. So, jetzt kommt der Rest runter. Jetzt kommt der Rest hier. Da fällt es. Oh. Oh, cool. Du kannst das gleiche wie ich, wa? Ist ja Hammer. Jetzt haben wir hier eine... Eine Skulptur. Ja, aber die läuft sich tot, glaube ich, ne? Also das ist, so langsam wird es weniger, vermute ich mal. Upsa. Ja, ich denke, es muss jetzt alles weg, damit das aufhört zu laufen. Ich werd grad nass. Das Ding spritzt jetzt rum. Habe ich noch Gläser? Oh ja, ich habe Gläser hier. Gleich mal voll machen. Noch Gläser? Nö. Es geht? Nö. Jo, es geht. Na klar geht das. Oh. Vielleicht ertrinke ich hier, pass mal auf. Ich bin auch unter Wasser. Wartet, das will ich sehen. Wolltest auch mal duschen? Also wir haben Duschen gebaut, ne? Ja, mit ohne alles. Also die kommt wirklich da frei im Himmel. Das fällt einfach so runter. Also ich weiß auch nicht. Unerschöpflich sozusagen. Oben ist. Oh! Klopf hier im Wasser rum. Ja, ich auch. Alter, ist ja nervig, ne? Also. Ein bisschen, ne? Ja, dann. Ja, da. Kuka kriegt die Scheune. Erstmal. Ach so, okay. Kuka darf die Scheune. Oh ja, ich gehe auch jetzt aus dem Wasser raus, da wird's mir kalt. Ja. So, mein Wasserturm. Also da ist jetzt nichts mehr drin. Ich weiß nicht, warum das Wasser noch in der Luft steht. Tja, ich weiß auch nicht. Naja. Herrlich. Wir bauen hier Architektkonstruktionen, das glaubst du nicht. Hey, hier drin kannst du wirklich, hier ist kalt und kann ich hier drin ertrinken? Ja, das wäre jetzt oh, noch ja. Was. Ja, das wär echt noch was gewesen jetzt. Ich muss hier drin schwimmen. Oh ja, wenn du hier genau drin bist, kannst du ertrinken. Ich bin schon mal 77. Oh fuck. Ich hör was? So. Was? Was? Ja, ein Zombie irgendwo. Ich weiß nicht, wo der jetzt geblieben ist. Hinter dir. Ja, da rennt auch die ganze Zeit einer rum. Du kannst nicht atmen. Ja, das ist mir klar, dass ich hier nicht atmen kann. Oh. Ich bin, an Land unter Wasser. Naja, was Neues. Ja, ich auch. Lalala. Ja, du musst immer nur auf deine Luftanzeige achten, ne? Ja, stimmt. Außerdem ist das schweinekalt da drin. Ja, das stimmt. Ich sehe das schon. Ich glaube, ich müsste gleich mal wieder auftauchen. Sozusagen. Ah, sicher ist sicher. Komm schon, mach das mal weg jetzt. Hopp, hopp. Ich erfriere. Ich geh mal kurz frische Luft holen. Das wird aber auch nicht weniger, das Zeug da, ne? Ja, also bei mir ist kein Holz mehr drunter. Das hört sich richtig schrecklich an, was ihr da für Geräusche macht. Guck mal, bei mir ist nichts mehr drin. Warum hängt das da? Hat jemand Gläser noch zu befüllen? Naja, zwei. Das wird dein Wasser nicht wegmachen. Ja, mach doch nimmer mal eine Portion. Mal gucken, was passiert. Also die freie Wasserlieferung sozusagen. Ja. Ach, der Dicke ist ja da hinten. Juhu. Mal ran hier.
Oh, auf zu. Oh. So. Junge, du hast eindeutig Verdauungsprobleme. So. So wie du dich anhörst. Mal rausgehen hier. Haben wir eigentlich Respawn? Von Gegenständen? Ja, alle 30 Tage, ne? Da sollten wir vielleicht mal kurz ins Haus gucken, wa? Hallo? Das ist bestimmt mehr als nur das Haus Respawn. Ja, das kann sein. Geh mal mit. Mit mal schrotzen. Aber das sieht aus. Das ist echt kurios. Ja, eigentlich müsste das Wasser weglaufen. Theoretisch. Aber ich meine, ist ja besonderes Wasser. Guck mal, der zuckt noch. Das ist nicht irgendwelches Wasser, das ist was Besonderes. Ja, das Seven Days Wasser war schon immer eigen. Ja, das ist so für sich, ne? Ja. Aber warum nicht? Ich meine, ich, ne? Hat was irgendwo. Ja. Nee, hier ist kein Respawn. Haus ist leer. Früher konntest du das Wasser entfernen, indem du, sag mal schnell, Frames draufgesetzt hast. Weiß nicht, ob das immer noch geht. Wie bei Minecraft. Guck mal, der flutet hier die Straße. Wie ist das hier? Die beiden Häuser sind auch noch weg, oder was? Ja, ja, wir müssen das rundherum alles wegmachen. Oh Gott, können wir das nicht wegsprengen? Ist das nicht einfacher? Ja, hast du was zu sprengen? Ja, leider. Hast du Dynamit da? Leider nicht. Brauchst ja quasi nur die unterste Reihe wegmachen. Ach nee, wir müssen ja die Wände innen auch noch machen. Alter, hier ist Stein, ne? 3000er Stein. Naja, wir haben hier Stein. Aber das reicht ja schon, wenn wir oben das, die oberste. Wenn das Fundament stehen bleibt, ist ja egal. Nee, du musst das Fundament wegmachen, dann bricht alles ab. Ich reiß doch nicht das Steinfundament weg. Warum nicht? Wir können die Steine fürs Beton brauchen. Macht doch nichts. Leute. Doch zügig. Ja, ja. Geht doch. Ja, zügig. Ich krieg doch kein Problem. Naja, 3000. Naja. Ja, haben wir Zeit. Also ich meine, ich arbeite jetzt noch mit meiner alten Picke, aber meine Axt ist immerhin schon blau. Wenn die Picke auch blau wäre... Meine ist gelb. Dann meine würden wir richtig meine Attacke Picke machen. Ist blau. Meine ist gelb. Also heißt das, ich klopp 10-mal mehr drauf. Oder im Umkehrschluss, Tana schmeißt nochmal was an. Hab ich doch erst. Ist da was Blaues in der Dings? Also nicht. Müssen wir noch manchmal gucken. Willst du gucken? Ja, ich gehe dann gucken. Gut, dann wollt ihr dann hacke ich hier weiter. Ja. Ja, das Vordach kommt sowieso nicht runter. Oh Gott. Ach, das Haus hier, was ich hier habe, hat einen Keller, deswegen. Ja, das hier auch. Fürchte ich. Wir haben beide einen Keller. Jemand zu Hause? Hm? Jemand da? Mal gucken gehen. Ah, und wenn, dann seid ihr sowieso dran. So oder so. Ich bringe auch noch Gläser mit, ne? Ja, genau. Wir haben Wasser hier im Überfluss. So, ich mache hier mal die Innenwände schon mal ein bisschen lose. Und ich schmeiß dann zu Hause auch schon mal das erste, was ich hier noch an Stein habe, schon mal für Sand und so an. Oh. Ich hoffe, hier wohnt jetzt keiner. Ach, hinter mir kommt eine Schreierin. Oh. Uschi. Wer ist dir? Hinter mir. Ach, hinter dir. Okay. Ach ja, die kommt nicht weit. Ich habe irgendwas hinter mir aufkeuchen gehört. Magst du noch einen Schraubenschlüssel mitnehmen? Schraubenschlüssel möchte ja, haben. Denn, gut, weil ich hier noch so viel Elektrokram habe, das könnt ihr auch gerne. Deswegen sage ich ja, eigentlich könnte man innen drin nochmal so zwei, drei Sachen wenigstens abbauen. Ja, alles mitnehmen, was hier da ist, also was da ist. Wir wollen ja keine Ressourcen verschwenden. Nicht? Einmal wie die Heuschrecken übers Haus fegen. Stimmt. So. Ich hoffe, die Hütte bricht jetzt nicht direkt über mir zusammen. Nee, dadurch in der Mitte ist auch überall... Jemand zu Hause? Hallo? Jemand da? Jetzt hör auf zu stöhnen. Hunger oder was? Nee, die Ausdauer.
Immer die böse Ausdauer. Wieso, was ist denn mit dir los? Sag mal, kannst du noch... Oh, du hast ja noch ein paar Pünktchen. Jetzt schimpfst du auch noch mit dir. Du hast ja noch ein paar dir. Pünktchen, die könnten wir dann mal vergeben. Wie geht's uns denn? Ich kann nichts machen. Wer ist ab Level? Oh. Wo? Athletik 60. Oh, Nonneschreierin. Yeah. Na, super. Habe ich nicht noch irgendwas? Muss das jetzt sein, dass du da reingehst? Mann. So. Oh, nee, die Rüstung ist hier von Kuga. Alter Meister, was ist das denn hier? Ach ja, Rüstung habe ich gebaut. Die habe ich mal schnell rausgeholt. Du weißt, dass alles wegploppt, was nicht Dings ist, ne? Okay. Wird nicht mehr... Manchmal bleibt es stehen, aber nicht immer. Weil wie viele Brüste hast du gemacht? Wahrscheinlich 6, ne? Was hast du gemacht? Ja, da müssen Brüste, Beine und Arme sein, würde ich jetzt mal schätzen, wenn ich in mein Inventar gucke. Ja, es waren jetzt 5 Hände und 2 Brustpanzer nur noch. Der ist nämlich jetzt schon an der Beine dran. Okay, dann muss ich da nachher nochmal schauen. Habt ihr, seid ihr denn alle schon auf Blau? Fragen wir mal so. Nee, glaube ich nicht. Nee, ich bin auf Gelb. Meine Schuhe, sind blau. Auf Gelb. Ich hab dir ja alles dahingelegt im Schrank. Meine Schuhe sind blau. Ja, das ist, glaube ich, das Einzige, oder? Warte mal. Ja, bei mir sind die Schuhe auch blau. Schuhe und Brust. Brust hast du mir auch schon gegeben. Okay, Brust ist bei mir noch auf 398, also knapp blau. Aber das reicht. So. Vielleicht habe ich deswegen ein paar Brüste weniger gemacht. Oh, das hört sich falsch an, irgendwie. Ja, aber sowas von... Du hast dir bei Brüste verkehrt gemacht, wa? Oh, oh. Ja, ja. Problem ist nur, die Sachen brauchen so lange. Alter, wenn die das von der Plastik schon hören. Wegen, ne? Werkzeug. Aber so ein Werkzeug. Vernünftiges Stück Axt, ne, ist schon was Feines. Aber ich hatte hier Spitzhacke 400, da hatte ich hier aber auch einen Werkzeugschrank reingelegt. Auf die Gefahr, dass ich das vielleicht überhört habe. Was hast du denn überhaupt in der Lootbox gefunden? Er hat es gar nicht gesagt. Hat er gar nicht gesagt? Ach so, ja, Schwachsinn. Ein Beaker, Antibiotika, Rocket Launcher, Receiver und einmal Vitamine. Na, wundervoll. Also, nicht ein einziges ja doch. Rocket Launcher Teil, aber naja. Ja, also wenn du langsam gehst, heißt das, die Ausdauer ist nicht so ganz prägend. Ja, das stimmt. Also heißt es kurz mal durchatmen und eventuell was trinken. So. Aber meine Achse ist auch nicht mehr so das Dicke. Ja, so ein paar Sachen sind hier noch ein Werkzeug. Ja, ich kann halt dadurch, dass die Klamotten noch laufen, nicht wirklich was bauen. Ja. Aber ich bringe dir eine Stange Dynamit. Und den Schraubenschlüssel, dann brauche ich nämlich. Und den Schraubenschlüssel. Will ich das nämlich erst abbauen, bevor ich hier bevor die Hütte jetzt ganz komplett zusammenbricht. Mhm. So, mein Häuschen ist weg. Das noch nicht, weil ich wollte noch gerne drinnen was rausholen. Ja, ich möchte ja nicht kommen erstmal. Das dauert eh, bis die Klamotten sind lassen. Ja. Ah. Ich mach mal die Veranda vorne schon mal weg. Ah! Was? Was?
Nee, gestorben ist sie nicht. Ich mach die Tür auf, da ist ein Zombie. Alter. Ja, weil du in der Schleuse kannst du halt nicht weg, wenn die hinter dir direkt zumacht, weißt du? Sogar mach mal das Licht aus. Das blendet so im Auge. Oh, jetzt ist aber dunkel. So. Sag mal, wie schaffst denn du es da, Frames rauszukriegen? Ich hab eine, meine ist grün. Lass das mal nicht alles wir kaputt hauen. Den Rand unbedingt. Ich will erst da drinnen was rausholen. Habt ihr gehört? Was? Was denn? Ihr waren im Graben, gerade ein Zombie. Im Graben? Ja, da ist so ein riesiges Loch. Oh. Oh, drei Zombies waren hier. Jo. Ach, hat die Kleine doch geschrien? Irgendwas war hier auf jeden Fall ein Zombie. Okay, so, ich werde mal schnell mein Werkzeug holen. Ich komm, ich bin unterwegs. Ich komm dir schon entgegen sozusagen. Achso, du brauchst ja noch was zum Reparieren. So. Ich bin ja nicht so gut in solche Sachen. So. Hier. Hier hast du das Raumzimmer. Oh, super. Hier hast du das. Ja, komm her, komm her. Gib dir mal kurz was zum Reparieren und das andere wird gerade noch hergestellt. Alles klar. Super. Achso, ich bin voll. Okay, macht Sinn. Wo ist sie jetzt da? Zack. Reparieren kann ich nicht. Warum du nicht? Müsstest du deine Warte Axt mal, reparieren können. Ich habe eine Stahlfeuerwehr-Axt. Ach, du hast eine Stahl. Na, egal. Egal. Ich habe wesentlich den Schraubenschlüssel. Das ist schon mal eine ganze Menge wert. Den Schraubenschlüssel. Da ist er. So. Und Dynamit. Ja, kannst du da wenigstens schon mal machen. Da wollen wir doch mal sehen. Ah, guck mal, das was. Oder sieht das nur so aus? Ich weiß nicht, ob das weniger wert. Es sieht aber. Ja, guck mal bei mir hier. Hm, nee, es wird nicht weniger. Es ist komisch. Hier, das fliegende Haus. Juhu! Fliegende Haus. Ja. Zieher. So. Vielleicht sollten wir unsere Glasproduktion ein wenig erhöhen, damit wir das Wasser wegkriegen. Das könnte man auch tun. Kühlschrank. Wir wollen ja nichts verbeulen, ne? Wir wollen alles schön mitnehmen. Den Ofen bauen wir auch nochmal auseinander. Ich wundere mich, dass wir im Motor... jetzt fehlt mir noch... Was ist das? Ach so, Mechanical Part. Und schön die Fenster und die Bilder einkloppen. Die Fenster. Ja, wenn da Fenster sind, mache ich das. Okay, du hast das eine jetzt schon sofort wieder ausgeschlossen. So. Hä? Das ist alles verriegelt und verrammelt. Hier ist nix. Da ist noch Glas. Das Glas mitnehmen, ne? Warum ist nicht Glas? Hör auf zu mohren. Das fängt an, wie hier so tun, als ob er Hunger hat. Ah, na gut. So, hier noch was vielleicht versteckt. Nein, vielleicht um. Alles mitnehmen. Ach, nix. Oh, hier ist noch ein Bild. Mensch, ich hab fast vergessen. Oh Gott, nein. Ja. Ich habe ein Bild übersehen. Ja, das wäre eine Katastrophe. Ja, Bilder kaputt kloppen gibt Glas. Also, es wäre wirklich eine Katastrophe, wenn du es nicht machen würdest. Oh. Ups. Was ist ein Lokus? War da was drin? Leere. Okay, brauchen wir nicht nachgucken. Also das nennt man mal wirklich super entkernt, die Hütte. So. Hier noch was eventuell? Nö. Da drüben? Nee, da kommen wir wieder raus. Super. Hütte ist entkernt, darf gesprengt werden. Ich liebe ja sowas.
nein, wir machen das mal anders. Wir machen das mal professionell. Semi-professionell. Oh, schon 21 Uhr, Leute. Wir müssen, glaube ich, nach Hause. Also ihr habt bisher nur Schuhe in Blau, ne? Schuhe und ich habe noch Brust. Okay. Die Hütte bricht zusammen. Boah, ich denke gerade, warum leckt die dazu? Oh je, oh je, oh je. Aber nicht ganz, weil die Seiten, die eine Seite hast du das Holz vergessen. Ich weiß, ich wollte das gerade machen, aber es geht jetzt nicht, weil gerade ein bisschen leckt. Ein bisschen. Du draußen aus dem Haus, ja, ne? Oh, ein bisschen decken ist gut. Die fällt doch schon ordentlich zusammen, muss ich sagen. Okay. Die Hütte macht sich dünne, sozusagen. Die eine Ecke bleibt da stehen. Siehst du, war es das jetzt? Kann ich jetzt hier weitermachen, ja? Aber wir sollten gleich nochmal nach Hause auch gehen. Sagen, das ist, so, jetzt haben wir es. Naja, gut. Wird schon passieren. Aber im besten Hause. Was wird das jetzt? Das wird das Grundgerüst, oder was? Ja, das ist halt erstmal das Grundgerüst, wo ich mir denke, ja, so die Größe könnte man. Ne? Ja. Weil du musst ja auch bedenken, du brauchst ja auch noch die Schräge, wo sie reinfallen. Stimmt. Also muss man schon ein bisschen. Und es ist halt alles noch Straße. Ja, ja. Na? Zu Hause ist wieder Besuch, falls ihr auf dem Weg hierhin seid. Ja, wir sind noch auf dem Weg. Ja, sonst müssen wir gleich mit dem Besuch tanzen. Nee, das muss nicht unbedingt sein. Hast du auch gerade noch rechts die Scheune gesehen? Ja, ja, die ist immer noch da. Genauso weit, wenn du weit genug weg bist, dann siehst du auch noch den Rest von unserer, was war das eigentlich? Den Army. Sieht man auch die Naturhülle der Basis. Ja, genau. So, willkommen. Oh, hallo? Müssen wir auch alles reparieren hier, war? Hallo? Ich stecke fest, kann Warte das sein? Mal. Oh, jetzt. So, jetzt. Nee. Hey. Ich stecke fest. Ich will es, glaube ich, gar nicht sehen. Ich stecke fest. Warum stecke ich denn fest? Wo? Warte, wo denn? Mach mal eben die Haustür auf. Ja, das Problem ist, durch den Angriff haben die hier viel zerstört und der Eingang ist nicht richtig. Du stoßt ja auch an, wenn du da reingehst. Ich hänge an der Decke fest. Wo ist er? Ich dreh durch. Wo ist er denn? Ja, ich stehe halt nicht hier oben. Ein Zauber. Aber ich glaube, die Hälfte von mir ist im Boden. Ich kann mich jetzt nicht sehen. Ah, super. Kuga muss aber auf Frames gehen. Muss den mal angucken. Oh mein Gott! Ein Alien! Er ist einbetoniert. Sozusagen. Ich hätte da eine Medizin. Ja? Oh, jetzt geht's. Hey. Jetzt geht's. Super. Jetzt musst du da wieder eine Platte drauf machen. Nee, oder? Das ist der Beton. Ah, so war das. Ich war zwischen Beton und dieser Platte. Ah. Ja, weil das ist so Holz drauf. Ja, ja, von dem Boden. Der Steg da mal rum geht. Super. Na gut. Aber Freunde, die Zeit ist durch. Das passt auch wunderbar mit der Nacht. Wir werden so ein bisschen Blödsinn machen in der Nacht. Das braucht ihr nicht unbedingt alles sehen. Aber morgen kriegt ihr das wieder mit, wenn hier wieder frische, ne? Und Tag ist. Wisst Bescheid, ne? So, dann sagen wir mal vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht? Und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Bis dann, ne? Tschüss. Ciao, ciao.